Ja, moin. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter World. Beim letzten Mal haben wir den süßen Jungen da drüben kaputt gekloppt. Und heute kloppen wir einen anderen süßen kaputt. Tut mir leid, dass ich das Gender assumed habe. Wir jagen heute einen Nagakuga. Seit Ankunft des Vulkaner ist das Ökosystem der neuen Welt durcheinander. Es war wohl unumgänglich, dass ein Monster wie der Nagakuga auftaucht. Geh hin und kümmere dich drum. Genau. Das machen wir jetzt. Und dann werde ich wahrscheinlich nach dem Nagakuga eine Aufnahmepause machen. Ein bisschen Zeug sammeln. Ja, und dann geht die Folge halt weiter. Also es wird ein Cut sein, dann wird auf einmal irgendwie ein bisschen Spielzeit für mich dazwischen liegen. Ich habe ein bisschen neue Ausrüstung. Und dann machen wir noch irgendeine Nebenquest oder so. Ich guck mal. Vielleicht gehen wir dann über mein Equip noch drüber. Ich habe noch keine Ahnung, was ich eigentlich in der zweiten Hälfte der Folge mache. Weil einen Nagakuga kurz zu machen, sollte nicht die gesamte Folge verbrauchen. In der neuen Welt. Wir haben vielleicht Glück. Jagen die anderen Jäger überhaupt was? Dann kommt es mir vor, als würde ich alles alleine machen. Nagakuga. Nagakuga ist das Einzige, wo ich mich daran erinnere, dass er so einen Schweif hat, der Stacheln schießt. Ich habe den in der Beta einmal gemacht, tatsächlich, muss ich übrigens auch sagen. Allerdings war der in der Beta auch echt einfach. Also, ich hab, keine Ahnung, war einfach kaputt. Das sind Vulkanerspuren. Das stimmt. Ich erinnere mich nur an den... So eine Subspecies von dem Mondlicht-Nagakuga hieß der, glaube ich. Der konnte unsichtbar sein. Das wäre ätzend. War das der unsichtbar werden konnte? Ich glaube. Wie gesagt, Nagakuga ist nicht mein Territorium. Aber an sich eigentlich ein cooles Monster. Soll ich mir Katzenfreunde holen? Hier oben stehen Käferfänger. Ja, gehen wir mal dahin und holen uns diese Katzen. Wenn ich da hingehe, dann kämpft der die ganze... Ich weiß nicht mal, ob der die ganze Quest mitkämpft oder nicht. Aber ich möchte zudem. Folgen wir meiner Käferspur. Hier um die Ecke. Ah ja. Hey ihr. Könnt ihr mir einen mitgeben? Fallengenie. Cool. Er wird uns beim Forschen helfen. Sehr nett. Dann erforschen wir mal einen Nagakuga. Kriegt der nochmal ein eigenes Intro eigentlich? Ich meine, es läuft keine Musik. Das würde ich als starkes Ja andeuten. Aber ich verstehe nicht mal. Wir haben doch schon gesehen, wie der aussieht. Als ob der sich zwei Intros verdient hätte. Vielleicht haben aus Versehen zwei Leute ein Intro für den gemacht. Und dann mussten sie irgendwie sagen, ja, machen wir einfach beide ins Spiel. Droppen wir Clavinus einfach so als Info. Ich fand halt Clavinus cooler. Muss ich halt sagen. Ich weiß, dass Nagakuga ein Fan-Favorit ist. Den haben sich sehr viele gewünscht in Monster Hunter World. Auch gewisse andere Monster. Ich glaube nicht, dass ein Gormagala hier ist, leider. Das kann ich sagen. Gormagala ist mein Baby. Das ist mein Lieblingsmonster. Muss ich, ja, aber gut, der droppt eine lila Ritterrüstung, die ultra cool aussieht. Wie soll denn nicht mein Lieblingsmonster sein? Wo muss ich denn hier lang? Hallo Anja Nat. Mach du einfach dein eigenes Ding. Jut hat getrunken, wie süß. Ach da, ich sehe es ja sogar auf der Map. Da hinten ist er. Der ist da links drüben. Okay, machen wir eine Schnellreise. So. Zwei Buffs intus. Dann könnte ich noch hier gleich meinen Pulver werfen. Ja, läuft er einfach. Ja, okay, der kriegt kein Intro mehr. Ein Nagakuga. Der mich nicht gesehen hat. Hey, go. Aua. Nicer Pantherschrei. Okay. Oh, das ist ja sogar ein cooles Team. Wie gesagt, Nagakuga ist so... Neuland für mich. Wie es manche Politiker sagen würden. Die Monster Hunter spielen auf jeden Fall. Hängt schon mal in der Falle fest. Wir haben auch ein Jagras, was uns hilft. Also wir sind eigentlich ultra hip. Wir können eigentlich ihn nur nochmal hier hin lenken. Aber wenn er hier den Baum kaputt haut, dann bleibt er einfach direkt nochmal drin hängen. Aua. Hätte es irgendwie krass erwartet, den Angriff, dass der Baum auch umfliegt. Oh ja. Ja, Mietz. Ja. Aber schon das zweite Mal in der Rankenfalle. Du entkommst meine Taktik nicht. Zack. Ich will eigentlich den Kopf hauen. Ah, danke. Sind beide Beine angeschwächt von dem Ding. Oh, den Poppes. Da sprich ich gerne drauf, wenn du mir so hinhältst.
Ja, was ist Nagakuga? Irgendwie so eine Pantherfledermaus? Weiß nicht, als was ihr es bezeichnet. Ihr könnt gerne eure Erfahrungen mit Nagakuga in die Kommentare schreiben und warum es euer Lieblingsmonster ist. Es sieht halt schon cool aus. Ja. Besonders mit dem Hammer in dem Gesicht. Ja. Bam. Als ob der jetzt gelähmt wurde und deswegen nicht umgefallen ist. Ja. Das ist aber so eine Beleidigung. Kannst du nicht von dem Einschlag des Mountains einfach dann nicht umfallen? Halt, umdrehen. Ich muss den Kopf schwächen noch. So. Wenn ich jetzt nicht an den Kopf rankomme, werde ich wütend. Und zack. Okay, Kopf geschwächt. Sehr schön. Macht sehr gerne. Sehr viele der Monster, die hier neu sind, sind jetzt irgendwie so rumspringhaft. Deswegen hat mir der Glaube das auch gut gefallen. Außer seinen Sidestep-Move da. An sich war der echt relativ chill unterwegs. Nimm mal einen Lebensrettermantel. Meine Katze reitet ja scheinbar gerade lieber, als dir zu helfen. Ja. Irgendwas habe ich da gerade in mir gesehen. Irgendwie sowas Rotes. Ich sehe gar nicht, was ich da gesehen habe. Ihr dürft euren Revierkampf gleich machen. Falls ihr einen habt, bitte. Finde ich schon cool. Will ich alle in Videoform haben. Dann war das Coolste immer. Also ich freue mich selber immer ultra drauf, wenn die passieren. Also kann ich ja auch schätzen, dass die euch auch gut gefallen. Wie ich dem 10. Monster mit meinem Hammer auf die Nase klappe, das braucht ihr ja nicht unbedingt sehen. Doch, müsst ihr auch sehen. Ja, keine Ahnung, ich schaue auch sehr gerne Monster Hunter Videos. Hat auch irgendwie was Entspannendes, einfach jemanden zuzugucken, der Monster schön in die Nase kaut. Entschuldigung, Anja Nass. Ich wollte dich nicht auslocken. Guck mal, er ist wütend, er hat jetzt rot und leuchtende Augen. Also das um seine Augen leuchtet sehr stark rot. Arme Nagakuga, ey. Und das, dass ich ihn so gut erwische. Wenn er nackt geht. Ja, mein Lieblingsmove für schnelle Monster ist eigentlich der hier. Aber tatsächlich reicht die Reichweite davon auch nicht. Ja, die sind immer trotzdem noch außer Reichweite. Dann habe ich schon wieder komplett aufgeladen und muss einfach hoffen, dass der... Also was heißt hoffen? Ich versuche schon immer so zu timen, dass das Monster zu mir hingedreht ist, wenn ich gerade meinen Angriff mache. Was ist mit der Musik? Ah. Ich denke mal, irgendwas ist passiert, wenn die Musik aufhört. Jawohl. Dann liegt der nochmal am Boden. Dann nutzen wir... Alter, es schiebt mich so ein dummes Jagras aus meiner Bahn raus. Okay. Der kriegt bisher ordentlich aufs Maul, muss ich sagen. Besser als der Glavenuss. Habe ich richtig eingeschätzt. Okay, geh mal. Kusch, kusch. Ich habe hier zu tun. Denke, habe ich hier irgendwas zu looten? Nö. Nur Anja hat Fußspuren. Hilfe zum Heilen. Kann meine Waffe mal schärfen. Mein Katzengehilfe ist weg. Aber ich habe ja noch mein super Freundeshorn 3000. Ja. Und ich könnte die Nagakuga jetzt mit so einem Mounty verfolgen. Ja, krass. Ja. Ganz lustig, die Männchen und Weibchen sind unterschiedlich in dem Spiel von den Jagras, glaube ich. Auch wenn nicht die Männchen und Weibchen dasteht. Weil es gibt manche Jagras, die haben voll die helle Farbe. Und manche, die sind richtig intensiv. Ich würde sagen, die Männchen haben die intensivere Farbe. Aber es ist ja immer je nach Tierart unterschiedlich. Also, ja, kann ich dir nicht sagen. Hallo? Ich bin extra hier so voll cool angesneakt. Hallo. Ein Schritt nach vorne bitte, Nagakuga. Ja, okay. Zwei Ticks hast du doch. Ich habe hier noch mehr von den Fröschen. Keine Sorge, Nagakuga. Ja, komm hier nochmal einen Schritt näher. Ja. Er ist gelähmt. Sehr schön. Und jetzt. Zack, 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 zack. Und Klammerklaue. Zack, 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 zack. Und Armschwächen. Pam.
Aua, er hat mich getroffen. Er kann ja angreifen. Okay, ich habe Angst. Nein. Tut mir leid. Hallo. Ich mounte dich scheinbar. Ich finde es gut, wie mein kleines Jagras hier einfach überlebt ohne Ende. Da. Und keine Lähmung diesmal. Dankeschön. Meine Kreiskombo muss ich halt überhaupt nicht mehr machen. Das war nicht geplant. Könnt ihr mir glauben? Gute Nacht. Ich darf ein Röntchen. Ich bin immer noch betäubt. Was macht meine Katze? Die da spielen. So. Could you not? Danke. Ich hab Verstärkung gerufen. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Aber hoffentlich was Cooles. Oh, ich hab nicht die Schultertaste gedrückt. I'm sorry. Ah, wir können den nochmal schütteln. Oh, ich liebe Klippen. So, ein bisschen rumhüpfen. Und jetzt den Kopf. Jawohl. Verstärkungshorn hat also gar nichts gebracht, weil Jagras schon da war und eine Katze hatte ich schon in der Jagd. Okay. Boah, das ist schön. Kann ich aber jedes Monster nur noch an Klippen stehen? Sag mal, man hat noch nicht wahre Freude erlebt, wenn man nicht mit einem Hammer eine Klippe runtergerutscht ist und durch ein Monster. Das ist einfach das schönste Gefühl der Welt und diese schönen hohen Schadenszahlen dabei die ganze Zeit. Danke für die Heilung, Mietz. Ist aber schön, Schweif. Hey, ne? Tschüss. Ja gut, das war jetzt eher ein Odogaron-Schrei. Aber der hat so... Odogaron hat so einen lustigen Schrei. Odogaron hieß Gonzo bei mir im Let's Play. Das weiß ich noch. Und danach nie wieder. Hieß aber echt nur in den Videos so. Irgendein Winterkracker und Maudado oder so? Ja, die haben sich beide nicht Iceborne geholt. Deswegen spiele ich es auch größtenteils alleine. Aber privat dann mit Chessie einfach 1 Million Mal. Ja, und warum Chessie nicht immer da... Chessie hat halt auch nicht immer Bock, in jedem Video da mitzumachen. Nicht jeder ist für die Online-Welt so geschaffen wie ich. Also ich hab's immer gerne, wenn ihr mir zuguckt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bitte verlasst mich nicht. Nein. Übertreiben will ich ja auch nicht. Nein, ich find's immer schön, wenn Leute zugucken und Spaß haben. Ich will einfach nur Content machen, den ich selber auch gerne gucken würde. Den Monster Hunter würde ich gerne gucken. So, was machst du da für coole Moves? Ah, der hat ein bisschen geballert mit seinem Schweif wieder, ne? Keine Klippen mehr. Kann ich überhaupt noch spielen? Ja, mit seinem Schweif auch im Boden stecken bleibt. Süß. Ich will nicht an seinen Schweif. Bin ich hier schon wieder? Hat er mir auch schon wieder das Ding da vor die Nase geworfen. Okay, wollte schon sagen, ich komme jetzt schon wieder an seinen Schweif. Au. Echt einen lauten Schrei. Ich vermisse meine Ohrstöpsel. Ja, aber Nagakuga ist echt einfach. Ich weiß nicht, warum der auf demselben Level ist wie, Mr. Riesiger Dämonenschweif des Todes. Den wir in der letzten Folge bekämpft haben. Vielleicht ist es auch einfach wieder so ein Monster, was mit Hammer einfach ist. Ratian, Ratar, Lost und Kukay sind ja auch so Monster, wo ich muss sagen muss, mit dem Hammer sind die so einfach. Wenn man schön nah an denen dran steht. Oh, nochmal ein Schnurrtrupp-Signal. Vielleicht kommt da jetzt jemand dran. Ich glaube, der hat es gar nicht durch ausgeführt. Deswegen kam keiner. Ja, fein Genie. Guck mal. Kann ich meine Waffe nochmal schärfen? Machen wir nochmal ein Dämonenpulver. Das macht ja auch, weil es alle meine Freunde. Außer mein Jagras, schade. Hätte ja ein Giga-Jagras gehabt. Ich muss sagen, ohne Bomben ist besser, weil ich mich dann dran klammern kann. Ja, habe ich schon erwartet. Ich habe nur gerade überlegt, was ich tue. Man kann übrigens theoretisch. Ich habe es gar nicht erst versucht, weil ich gerade gleichzeitig noch kommentiere. Was das Ganze ja auch nochmal ein bisschen schwerer macht.
Man kann durch die Schreie durchrollen übrigens, wenn man es timet. Also wenn ich merke, oh, der schreit wieder, kann ich da auch rechtzeitig eine Rolle machen, genau wenn er halt an... Also das muss man echt gut timen. Außer man hat entsprechende Boni, die das Ausweichen einfacher machen. Oh. Wusste ich gar nicht, dass du das kannst, wenn du wütend bist. Da wollte ich einfach zweimal mit seinem Schweif zuhauen. Mal ein bisschen normal einkloppen. Fang bereit! Jawohl. Gucken wir ihn uns doch schlafend an. Und lesen währenddessen seine Beschreibung. Wir müssen doch lernen, wie wir ihn zu bekämpfen haben. Ein erschöpfter Nagakuga ist langsamer. Es lohnt sich also, ihn im Kampf mit anderen Monstern zu verwickeln. Fallgruben kann er zerstören, wenn er nicht wütend ist. Fallgruben kann er zerstören, wenn er nicht... Wenn er nicht wütend ist? Nicht, wenn er wütend ist? Okay. Dieser Flugwürfel mit obsidianfarbenem Fell ist enorm beweglich und besonders am Boden überraschend schnell. Also nicht so schnell wie Bariot. Bariot fand ich jetzt schlimmer als den. Aber wahrscheinlich mögen die Leute einfach, weil es ein chilliger Kampf ist mit ihm. Ich muss gerade so, wenn ich so überlege, beide Monster sind echt sehr ähnlich, die wir jetzt gerade so nacheinander bekommen haben. Glavinus und Nagakuga auf ihre eigene Weise. Beide kämpfen aber auf jeden Fall mit dem Schweif. Der eine ist klein und beweglich und der andere ist halt groß und mächtig. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwo ran erkennt, dass ein Monster schläft. Bin auf jeden Fall komplett falsch. Ach, ich glaube, ich weiß, wo der schläft. Wir haben es auf jeden Fall geändert mit Iceborne, dass die Monster nicht mehr schlafen gehen, wenn man ihnen direkt folgt. Das war auch ein bisschen merkwürdig bei World. Wenn eins der alten Monster an der Teil haben sie es auch nicht gemacht. Muss halt immer warten, bis das Monster in sein Nest gelaufen ist und dann nach hinterherkommen. Dann kann man es überfallen, während es schläft. Bei World haben sie sich einfach hingelegt, während du mit denen gekämpft hast und den verfolgt hast. War mal ein bisschen weird. So, zwei Betäubung. Ich weiß nicht, warum ich es schlafen legen muss, wenn es schon schläft. Da ist mein Charakter gerade ein bisschen ausgeglitscht. Okay. Lass uns zur Basis zurückkehren. Guck mal, seine Zunge hängt raus, süß. Ich würde gerne in den Fotomodus gehen, aber das darf ich, glaube ich, nicht. Ich darf nicht sogar? Verrückt. Ja, süß. Quest erfüllt. Man darf in den Fotomodus, je nachdem man die Quest erfüllt hat. Süß. Ja, Nagakuga in 18 Minuten. Hat sogar ein gutes Stück gedauert. Wie wir von keinem Monster bisher irgendwie das seltene Material bekommen haben, ne? Nur vom ersten. Hallo? Ich will mein altes Glück zurück. Meisterrang 9. Vulkanerforschung. Halbfertig, okay. Muss ich sowieso ein paar Nebenquests jetzt machen. Und alles mögliche hat gelevelt. Mein Gadget ist fast Level 15. Cool, neue Arena-Quest, weil wir ihn gefangen haben. Mein Jagras-Monster ist stärker geworden und die Käferfänger habe ich ein bisschen gelevelt. Ah, deswegen waren die auch immer instant kaputt, weil ich die nie gelevelt habe. Ja, ich habe nie diese Katzen geholt, ich habe ja nie Solo gespielt. Aber ich meistens mit Freunden gespielt. Wie oft habe ich Monster in der World das normale durchgespielt? Viermal? Fünfmal? Oh, es passiert was. Entschuldigung. Jetzt habe ich Lust auf dem Eis. Der Anjanath. Ihr habt also Spuren des Vulkaner gefunden. Jawohl, eindeutig. Kommandant, ich weiß nicht, was hier geschieht. Der Vulkaner ist eine beeindruckende Kreatur und hat eine unglaubliche Wirkung auf andere Lebewesen. Als Kommandant würde ich das gern mit eigenen Augen untersuchen. Aber... Die Ressourcen werden knapp. Es ist unsere Pflicht, das Ökosystem zu erforschen und mit ihm im Gleichgewicht zu bleiben. Wenn allerdings die gesamte neue Welt einfriert, bedeutet das... Evakuierung. Hey, sind wir nicht auch Teil des Ökosystems? Boss... Vielleicht, weil ich hier geboren wurde. So sehe ich das jedenfalls. Euren Gesichtsausdrücken nach zu urteilen, seht ihr das doch genauso. Ihr wisst, wie diese Monster aufeinander losgehen. Die kämpfen da draußen mit aller Macht. Nur die Stärksten überleben. Ich bin ein Produkt der neuen Welt und ich werde sie nicht verlassen. Ja. Wenn ihr das auch so seht, dann kämpft für diese Welt. Ich kann noch nicht gehen. Solange es noch was zu tun gibt. Hier ebenso.
Ich habe noch Dinge zu erledigen. Dann lasst uns kämpfen. Als Teil dieses Ökosystems. Als Jäger der neuen Welt. Ich bereite mich in Siliana vor. Bleibt hier und haltet die Stellung. Bis bald. Wir müssen echt hohe Reisekosten haben, so oft wie die zwischen Siliana und hierher hin und her reisen. Wer ist eigentlich dieser Dark Souls, Mann? Kennt man den aus dem alten Monster Hunter oder so? Keine Ahnung, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, falls ihr euch auskennt. Ich habe mich inzwischen mit meiner Entscheidung abgefunden, hier den Rest meiner Tage zu verbringen. Nach all den Jahren in der Kommission habe ich vergessen, dass wir genauso wie die Monster ums Überleben kämpfen müssen. Das wird mir aber nicht nochmal passieren. Okay. So, und jetzt muss ich etwas mit dir besprechen. Unsere Teams im Tal der Verwesung und in der Heimat der Ältesten haben einen Tigrex und einen Brachydios, oh Baby, gesichtet. Und anhand der gefundenen Spuren gehen wir davon aus, dass der Velkaner ebenfalls zu einem dieser beiden Orte unterwegs ist. Die Ankunft des Velkaner muss sie irgendwie provoziert und aus ihrem angestammten Territorium gelockt haben. Du schaffst das! Konzentrieren wir uns fürs Erste auf diese beiden. Aber ich will, dass du unterwegs trotzdem nach Spuren des Velkaner Ausschau hältst. Wir müssen wissen, wo er steckt. Unsere Ziele sind der Tigrex und der Brachydios. Halte deine Augen unterwegs nach Velkanerspuren auf. Wird gemacht. Ich darf einen Brachydios jagen und mir dann einen Brachydios-Hammer machen und dann mit Brachydios Monster kaputt kloppen? Das wird langsam echt anstrengend von den Monstern her. Und Tigrex. Den haben wir in der Beta gemacht. Schaut mal, wie spät der jetzt kam. Tigrex ist einfach die Turbo... Ist einfach, als hätten Nagakuga und Barioth irgendwie ein Baby zusammen gehabt. Also, nee, eher gesagt, die drei sind irgendwie so eine Kategorie von auf dem Boden laufenden Monstern, die ihre Vorderbeine gerne vorne halten und einfach ultra rumstampfen. Die Gang. Okay, und wir haben einfach vernichtender Konter. Wir haben einfach eine Quest für einen Brachydios. Ja, machen wir den Brachydios jetzt noch? Kommt Velkaner noch gar nicht. Ah! Er muss die Story ja auch kennen, um irgendwie seine Videos planen zu können, ne? War sehr cool. Mache ich einen Brachydios? Ja, ich mache einen Brachydios ja auf jeden Fall. Brachydios ist von Monster Hunter 4 das Flagship-Monster gewesen. Flagship-Monster sind die Monster, mit denen das Spiel beworben wird. Zum Beispiel wie Nergigante und Velkaner bei Monster Hunter World und Iceborne waren. Also Nergigante war so das Werbemonster von... Also die haben nichts Besonderes eigentlich. Das sind so... Die Story dreht sich zum größten Teil um die. Und mit denen wird halt am ehesten geworben für das Spiel. Aber sind jetzt nichts in... Super Besonderes. Obwohl sie schon so eigene Bewegungen und so haben. Und Monster Hunter 4 nicht auch Gormagala? Bei Monster Hunter 3 Brachydios? Monster Hunter 3 war Brachydios vielleicht. Ja, auf geht's. In Monster Hunter 4 war aber die Wildexpertin, die man dort hatte, die war ultra in Brachydios verknallt. Fragt nicht, warum ein Mensch in einen Dinosaurier verknallt ist, aber die hat ihm immer Liebesbriefe geschrieben, auf jeden Fall. Und hat ihn immer angehimmelt und immer so, die Quests waren so geschrieben, als würde man einfach nur so einem Kerl irgendwie einen Brief bringen. Oh, kannst du meinem Schatz bitte einen Brief vorbeibringen? Er ist immer so gut aussehend. Und dann geht man da hin und dann ist halt so ein Brachydios und das musste man erjagen. Fragt nicht. Wir machen einfach. Okay. Ach so, Brachydios, ja. Habe ich einen Eintrag über den? Würde ich sehr gerne vorlesen, wenn ich könnte. Ich muss nur kurz meine Getränke kurz noch trinken. Ich bin sehr durstig. Jägernotizen. Große Monster. Nee, haben wir nichts. Schade. Dann bin ich halt dran. Brachydios ist ein großer, blauer T-Rex. Auch so Dinosaurier auf zwei Beinen, der unterwegs ist. Der gigantische Penishände hat. Also, sehr phallusförmige Hände. Und sehr gerne in warmen Gebieten ist. Und seine Hände sind von Schleim überzogen. Also seine, Anführungsstrichen, Hände. Der hat da, glaube ich, noch so Hände drunter. Aber er klickt mit diesen Kolben halt zu. So, als hätte der irgendwie nur Chakos als Arme. So könnt ihr es euch irgendwie vorstellen. Und hat ein Horn auf der Stirn. Und die sind alle drei mit Schleim bedeckt. Dieser Schleim ist ein eigenes Element. War es zumindest immer. Und der explodiert nach kurzer Zeit. Ist also eigentlich so wie Explosionspest. Ja, könnte man sagen. Oh, Azurathalos-Spuren. Das ist eine Scherbe einfach direkt gefunden. Das ist natürlich nice. Jetzt nur die Frage, wo ist er?
Ja, also Brachydios ist einfach so ein Schleimmonster, macht sehr viele Schleimflecken auf dem Boden beim Zuschlagen, macht Schleim auf einen, wenn man ihn trifft. Kann in World jetzt so eine Schleimpfütze machen, in der man stecken bleibt. Habe ich in IGN Gameplay gesehen, was sie hochgeladen hatten vor Release. Und ist an sich aber auch eins meiner Lieblingsmonster. Könnte aber da mit der Tatsache zusammenliegen, dass ich den Schleimhammer in Monster Hunter 3 durchgehend bis zum Ende benutzt habe und dafür von meinen Zuschauern ein bisschen geflamed wurde. Aber das war einfach, also nicht von allen, aber bei Monster Hunter 3 gab es diese Schleimwaffen, die wurden halt eingeführt mit Brachydios und alle haben sich beschwert, weil die so OP sind. Also die waren dort OP. Ich glaube nicht, dass die mittlerweile noch OP sind. Keine Ahnung. Aber tatsächlich hat mich vor Monster Hunter World Iceborne einer angeschrieben: Hey, machst du dir wieder den Brachydios-Hammer in Monster Hunter World Iceborne, damit deine Zuschauer dich flamen können? Fand ich amüsant. Dass da jetzt einfach nach so langer Zeit sich noch überhaupt jemand an das Let's Play erinnert und mich dann extra dafür so anschreibt: Hey, mach nochmal den Hammer. Ich mach den Hammer auf jeden Fall. Aber ich denke nicht, dass Explosion noch so stark sein wird wie. Ja, es kann einfach sein, dass ein normales Explosion-Element da überhaupt drauf ist. Müssen wir mal auschecken. Sobald ich den mal finde. Okay, war eine Fußspur. Da sind Vulkanerspuren. Ich bin aber zu voll, die Vulkanerspuren aufzuheben. Ah, hier ist er. Ja. Verbrannter Schleim. Wo ist denn mein Baby? Er hat noch eine Subspecies, die einfach noch schneller alles explodieren lässt. Auch sehr cool. Das ist er. Nee, Spaß, das ist ein Uragan. Hat nur ein bisschen Schleim an sich kleben. Hallo, Hilfe. Oh. Bam. Da ist er. Hallo. Die alle in HD zu sehen, ist so schön. Ich glaube, der ist tot. Da ist er. Die olle Penisstirn. Hallo. Ja, das sind seine Hände, wie ihr seht. Und ja, hier muss ich den Schwanz eigentlich abtrennen. Mein Hammer sieht genauso aus wie sein Schweif. Ist extrem flüchtig. Wenn du ihn berührst, kann er explodieren. Ich würde sagen, der ist das schwerste der Monster, die ich jetzt so in letzter Zeit bekämpfen durfte. Und ich muss echt aufpassen wegen der Explosion. Ich weiß gar nicht, wie ich anfange bei ihm, weil ich so lange nicht mehr gegen den gekämpft habe auch. Na, guck mal, der ist super lustig. Chuck, chuck, chuck. Eins, zwei, drei, vier. Ist es nicht nett, dass man bei dem Schleim auch noch viermal ausweichen muss? Das wäre ein guter Anfang, wenn ich so einen Mountain kriege bei ihm. Irgendwie. Ja, okay, okay. Ja, dieser Schleim. Einfach gigarot. Der ist so cool. Ich freue mich schon sehr darauf, die Schleimwaffen herzustellen. Ich hoffe, die sind auch gut. Ich würde gerne übrigens an deinen Kopf gehen. Und aufladen. Bitte nicht gelähmt werden. Aber eigentlich nicht. Wir haben ja gerade erst angefangen. So. Ja, wenn man das Horn und so bricht, sollte man auf jeden Fall machen. Bin ich echt an die Hand gekommen? Ja. Wenn man die Sachen kaputt macht, dann ist der Schleim weg. Mit Wasser kann man den, glaube ich, auch abwaschen, den Schleim. Sollte man auch machen. Ich kenne die Angriffe noch zu gut. Ah, das ist schön. Das ist das erste Monster, wo ich die. Also bei manchen Monstern auch, aber hier erkenne ich sie halt so eindeutig wieder. Genau. So, das sollte ich ausgenockt haben. Aber ich habe neue Moves in der neuen Welt. Und du nicht. Doch, hat er auch eigentlich. Er kann nämlich jetzt Schleimpfützen machen, indem man stecken bleibt. Ja, wir versuchen einfach alles vorne rum kaputt zu machen. An dem. Das ist einfach unser Ziel erstmal. Aua. Und versuchen am besten, dass er nicht uns kaputt macht. Eieiei. Er hat solche
Man muss dazu sagen, dass ich viele von denen auch echt selten solo gejagt habe. Ja, ich bin tot. Das zweite Mal, dass diese Fähigkeit eingesetzt wird. Hey, na? Ich würde sehr gerne weg. Danke. Teleporter. Moment. Kurz mal meine Schärfe und Zeug auffüllen. Ich habe Monster Hunter größtenteils immer Koop gespielt, muss man ja dazu sagen. Brachydios im Koop ist angenehmer als... gut, alle Monster sind eigentlich ehrlich gesagt angenehmer im Koop als alleine. Weil einfach man nicht den Fokus so auf sich hat. Ich muss einfach meinen Mantel nutzen und so. Dann sollte es klar gehen. Ach, die in World so viele Sachen, die alles einfacher machen. Ist eigentlich verrückt. Aber trotzdem will ich irgendwie, dass nur noch solche World-Spiele rauskommen. Gar nicht mehr die andere Monster Hunter normalen. Also da, wo es mit 4 aufgehört hat. Weil es einfach alles so cool ist, was in World dazu kam. Also sowas wie diese Klammercloud kann ich mir halt vorstellen, dass die wieder entfernt wird. Ist halt super krass. So. Wo sind wir? Auf dem 2. Okay. Ich mache aber irgendwo Schaden. Ey, guck mal, ich komme von ihm runter und der fängt einfach mit einem Angriff an. Kannst du nicht gehen? Hallo? Nutze meinen Mann. Okay, der ist abgelaufen, mein Mantel. Ja gut, der ist auch ein paar Mal explodiert, der Brachydios, ne? Dann nochmal heilen. Oh, der ist so cool, Brachydios. Warum bin ich nicht so cool? Achso, wir können uns ja hier eine Truppverstärkung holen. Genau. Level ich endlich mal diese Sachen. Ich hatte halt nie Lust, irgendwie Sachen ranzuholen. Gatschalaka Ritter. Okay. Zeig mal, was du kannst. Erstmal kurz ein bisschen blenden. Damit das ganze Schleimzeug mal nicht nur auf mich kommt. Aua. Macht Schaden. Der macht Schaden. Der Brachydios. Ja gut, ich muss halt langsam auch echt mal meine Rüstung upgraden, ne? Halt, ich muss da rüber. Und jetzt hier. Ja, wir sind in dem Gesicht. Endlich mal. Aua. Er ist gelähmt, aber wollte gerade einschlafen. Hätte ihn, glaube ich, einschlafen lassen sollen. Seine Waffen sind gerade... seine Hände sind gerade nicht mehr verschleimt. Schön. Das ist übrigens die Kreiskombo, die ich schon seit 100 Jahren nicht gemacht habe. Die macht aber ganz gut Schaden eigentlich. Aber das Problem ist, die dauert zu lange. Wir müssten sie echt ein bisschen beschleunigen. Dann würde ich sie auch wieder aktiv benutzen. Wie groß ist das Gastrodon, was ich hier bitte habe? Warum ist es ein Kilometer groß? Er ist wütend. Der Schleim ist direkt orange statt ja. Statt die Farbe, die es sonst hat. Grün. Heißt, alles explodiert ein bisschen schneller. Ist noch aggressiver. Und ja, es gibt eine Subspecies von ihm. Ich weiß nicht, ob die hier im Spiel ist. Es wäre ultra cool. Okay. Bei der explodiert... Die ist einfach immer wütend eigentlich. Und bei der explodiert durchgehend alles sofort, wenn er zuschlägt. Ich weiß nicht, ob es bei ihm so auch so ist, wenn er wütend ist. Ich kann es mir vorstellen. Kannst du nicht? Deine Ausdauer ist leer, Junge. Lass dich einfach umwerfen, bitte. Also schau meine Ausdauer an. Kannst du bitte fallen? Danke. War jetzt aber auch eine Geburt. Jawohl. Uiuiui. Liebe diesen Spin-Move. Ich kann ihn mein Leben lang sehen. Und er geht. Das ist sehr schön. So, mehr Brachydios-Spuren. Und Waffe schärfen. Euch beiden geht's gut? Jetzt wirkt der Gastrodon nicht mehr so groß. Vorhin sah der irgendwie so riesig aus. War irgendwie ein Kamerawinkel scheinbar ein komischer. Aber ich bin so froh, ich darf einfach einen Brachydios in Monster in the World bekämpfen. Und er ist so cool. Und hier sind Vulkanerspuren. Und meine Vulkanersuche ist ja fast fertig. Was hab ich denn gemacht? Guck mal, ich kann auch Explosionen. Okay. Hat er nicht mitbekommen. Doch, hat er. Jawohl. Hallo, ich bin gerade an deinem Arm. Aua. Jetzt nicht mehr. Look at him, he's angry. Ist er nicht süß? Ich habe eigentlich ein Liebesbrief für ihn geschrieben. Ah! Geständnis. Katze heim. Gute Katze.
Hallo. Na? Was geht ab? Ich weiß nicht, was du gerade tust. Aber ich klopf auf dich ein. Spin, 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 spin. Jawohl. Das war aber nicht der Spin-Move, wo ich die Klaue danach machen kann. Den müssen wir normal aufhauen. Also ein Horn soll mal brechen. Ich mach doch schon so viel. Das war gerade so riskant. Das war dumm. Die Explosion hat sein Horn gebrochen. Sehr schön. Irgendwie, im Master Rank haben die Monster zwar viel Leben, aber die Teile von denen berechnen so, als hätten sie nicht viel Leben. Ich bin immer noch voll mit dem Gas. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Gas, Leim. Hallo, na? Und geht's, Baby? Aua. Warum hat er mein Gastodon angeschleimt? Warum bin ich nicht mehr im Kampf? Hallo? Der will mein Gastodon essen! LOL! Wir haben ihn irgendwie verwirrt! Weil Monster jagen eigentlich kleine Monster zum Essen. Und deswegen will er mein Gastodon umbringen, aber mein Gastodon hat einfach unendlich viel Leben. Okay, wir machen auch einfach normal einfach die ganze Zeit drauf. Ja, er versucht einfach nur mein Gastodon. Haben wir das schon abusen denn? Haben die Entwickler das nicht bedacht? Dass man Gastodon als Pet haben kann? Kann sein, dass es später gefixt ist. Wie erwähnt, spiele ich nicht mit dem Day One Patch. Also könnte eventuell später besser sein. Heil mich mal kurz. Kann ich mit dem Lebenspulver meinen Gastodon heilen? Nee. Doch. Ja. Was eine lustige Situation. Das sieht aber wirklich einfach so, als wäre die KI komplett aus, ne? Hallo, ich muss den essen. Warum stirbt der nicht? Das ist echt absurd. Also selbst wenn, das wird hundertprozentig gefixt noch. Das kann ja keine Absicht sein, was hier gerade passiert. Dass die Musik einfach aus ist. Ach Mann. Rachidios. Ist aber so hungrig. Spätestens wenn ich ihn einmal irgendwie umwerfe oder ausnocke, wird er wieder normal werden. Ah, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Jetzt sollte er wieder wütend werden können. Ja. Was eine absurde Geschichte. Glaubt mir auch keiner, wenn ich nicht auf Video machen würde. Hä? Guck mal, Kühn. Okay. Hier ist scheinbar eine Fallenstelle gewesen. Habe ich auch nicht mitbekommen, aber scheinbar Zeit für Kloppe. Wie gut, dass ich einfach dieses Gastodon gerufen hatte. Ja, es gibt manchmal so Stellen, wo diese Katzen stehen. Die fangen dann Monster für ein. Und das ist super cool, weil das Monster da einfach Ewigkeiten drin ist. Wie ihr gerade auch gemerkt habt. Ich muss eigentlich meine Waffe schleifen, aber... Ja. Scheinbar nein. Hände sollten gebrochen sein. Kopf ist gebrochen. Läuft eigentlich alles super gut. Drive kann ich nicht abbrechen mit einem Hammer. So. Alter, nochmal ausgenockt. Nochmal einen Spin reingemacht. Und nochmal hier ein bisschen reingekloppt. Warum nicht? Okay, ich bin aber froh, dass der Kampf normal weitergeht. War nämlich schon echt merkwürdig. So. Oh Gott. Oh Gott. Alles in Ordnung. Ja, er humpelt davon. Wir haben gewonnen. Sehr schön. Tja, war ja einfach. Kannst du bitte in die Falle laufen? Danke. Eins. Zwei. Easy. Okay. Damit bleibt nur noch der T-Rex. Willst du zurück ein Nickerchen machen? Ja, bitte. Ja, haben wir... Ich bin selber ultra verwirrt jetzt gerade. Was ist das passiert? Was soll ich damit machen? Es ist halt passiert. Leben wir damit. Falls es noch geht, nutzt es aus. Wenn es schon gepatcht wurde,
komplett froh, dass es gepatcht wurde. Ich meine, wir kamen auch so klar. Hat mich zwar einmal getötet. Also nicht wirklich getötet, aber eigentlich schon getötet. Würde ich schon sagen, dass es ein Tod war. Dieses Wiederbeleben. Meisterrang 10. Very nice. Ah! Unter Wiederbelebung ist Effektivität verbessert. Also kriege ich wahrscheinlich volle Gesundheit, wenn er mich wiederbelebt oder so. Keine Ahnung. Mein Gacha-Lucker ist ein bisschen gelevelt. Ich muss ja auf jeder Jagd noch Jagden mit den Katzen machen. Aber dieses Rufding ist ja dafür ultra praktisch. Kann ich das auch endlich machen? Die Hälfte wäre geschafft. Hoffentlich können wir während der nächsten Jagd mehr Velkana-Spuren finden. Die Hälfte von 2. Wie steht's mit meiner Forschung? Musst du mich ab und zu mal düngen? Ah ja, passt. Wieder nachdüngen, ernten. Hier ein bisschen Machtsamen und Honig brauche ich gerade ein bisschen wieder zum Anbauen. Egal, was jetzt gerade war. Ich freue mich gerade sehr, weil jetzt sehen wir die Brachydios-Rüstung und die Brachydios-Waffe. Und ich sehe, was ich tun muss, um mir den Hammer herzustellen. Oh, das wird so cool. Brachydios. Ich will aber direkt die perfekte Brachydios-Waffe machen. Und wir spielen mit der auch ein bisschen, natürlich. Wir sollten echt mehr mit unterschiedlichen Hammern spielen. Dieser Lähmungshammer ist halt schon echt stark. Ich mag Lähmung so sehr. Aber wir spielen mit mehreren Hammern jetzt in Zukunft, okay? Wenn ich schon nicht die Waffenart wechsle, dann die Waffe selber wenigstens. Was suche ich? Verbessern. Hammer. Wo ist Brachydios? Tell me. Scroll, 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 scroll. Da ist ein Ausrufezeichen. Das ist aber nur ein Kulu-Hammer. Ah, mit Nagakuga-Zähnen. Okay. Ist aber nicht der, den ich suche. Da. Brachydios-Baum. Da ist er. Brachydios-Cortex und Glanzschleim. Da brauche ich eine Brachydios-Krone. Brachydios Schwarzpanzer, nicht Schwanz. Und den Edelstein von Brachydios, den da unten. Und das oben, weiß ich nicht, was es ist. Wahrscheinlich Schleim oder irgendein anderes Material, was wir noch nicht haben. Und es ist einfach Explosionselement, ja. Leider nicht mehr Schleim. Schleim war so gut und Explosion ist jetzt so medium gut. Vielleicht haben sie aber auch was an der Explosion geändert, ich weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall ultra cool, der Hammer. Und das sieht aus wie sein, ja, wie sein Schweif, bloß mit ein bisschen Schleim dran. Das ist der Hammer. Und der ist super cool. Wie viel Schaden hat denn der? 1248. Kann sich sehen lassen. Ich glaube, sonst war hier nichts Neues, ne? Ja, der Glavinus-Hammer, der super cool aussieht. Da ist noch ein Nagakuga-Hammer mit 1000 Schaden. Weiße Schärfe halt. Die macht prozentual mehr Schaden, glaube ich, weiße Schärfe. Kann man auch bis zu dreimal upgraden dann. Ultra-Nagakuga-Hammer. Und Schwert und Schild haben wir hier das. Da haben wir auch Brachydios Schwert und Schild. Sieht halt auch cool aus. Da sehen wir es im Rücken. Ja. Nagakuga-Waffe. Die sieht auch schön aus. Aber wir haben ja noch die Rüstungen. Nicht nur die Waffen. Genau. Haben wir Nagakuga auch heute gemacht? Ja, ich glaube schon. Das ist die Nagakuga-Rüstung Alpha. Nagakuga-Rüstung Beta. Bisschen so sehr Ninja-mäßig die Rüstung. Hat Höchstleistung. Perforierboost. Unverwundbarkeit. Schnellrobben. Tarnung. Sehr viele so Beweglichkeitsfähigkeiten. Und Nagakuga-Essenz. Reduziert Schärfeverlust stark. Chance auf Schüsse ohne Munitions- oder Beschichtungsverbrauch. Ah ja, das Nagakuga-Set ist dann sogar ganz cool, wenn uns Schärfeverlust verhindert. Beim Ausweichen länger unverwundbar, Stufe 5. Das ist natürlich auch sehr cool. Höchstleistung, Angriff ist höher, wenn der Gesundheitsbalken gefüllt ist. Ausdauererholung. Tarnung, Monster verlieren nicht aus den Augen. Perforierboost erhöht die Kraft von Perforiermunition und dem Drachentöter. Ah ja. Und Schnellrobben bewegt deine Geschwindigkeit in der Hocke. Wer es braucht. Und die Brachydios-Rüstung. Der Mega-Ritter. Die ist auch cool. Aber natürlich die Alpha-Rüstung ist halt einfach. Damit ist man ein Alpha. Erhöht die Maximalstufe der Fähigkeit Aufhetzer. Erhöht die Angriffskraft, wenn das große Monster wütend werden. Mit Angriff-Affinität um 20% und Angriff um 28 Punkte, wenn aktiviert. Hat einfach Stufe 7 Aufhetzer. Was ein Krieg. Ermüdigende Kraft. Oh, das wäre eigentlich echt gut für einen Hammer. Macht man Monster müde und nachdem sie müde waren, werden sie immer wütend. Und dann kriegt man direkt Aufhetzer. Ich glaube, so war es zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Explosionswiderstand. Ja. Ein bisschen resistenter auch gegen Brachydios selber. Und verstärkt auch Explosionsangriffe. Verstärkt Explosionsangriffe? Ich glaube nicht, dass das für meinen Hammer zählen würde bei Artillerie. Kapazitätsboost bringt mir auch nichts. Er ist wahrscheinlich so ein Charge Blade Set dann sogar. Am ehesten.
Aber sieht cool aus. Und wie sieht's denn bei der Katze aus? Brachydios Katze? So kleine Schleimhände und so ein Horn. Aber warum ist die Katze immer im Oberkörper nackt? Das sieht immer so falsch aus. Ja gut, da ist sie nicht ganz so nackt, aber irgendwie auch zu nackt. Ich bin jetzt schon gewohnt, dass sie immer so komplett zugekleidet ist. Nagakuga, da hat sie so einen kleinen Wurfstern. Aber eine Ninja-Katze. Ja, zu erwarten. Ja, ich bin schon solche Sets hier die ganze Zeit gewohnt, die so riesig und auffällig sind und cool. Dann kommt halt einfach da so... Ja, die Hände sind cool. Die Waffe ist verdammt cool, sehe ich gerade. Ultra am Leuchten. Ja, meine Katze hat zwar keine neue Rüstung bekommen seit Ewigkeiten, aber ich will der auch nur wieder die hier geben, die Bahnwaffe, damit die wieder besser einschläfern kann. Aber gut. Dann war's dies mit Brachydios. Wir haben immer noch einen T-Rex vor uns. Auch einen alten Veteranen, einen Rückkehrer. Ich bin gespannt, wie wir uns gegen den schlagen, ob es ein bisschen angenehmer wird als in der Beta, da wo er uns echt fertig gemacht hat. Aber da hatte man auch nur 20 Minuten zum Jagen. Und ich habe ihn in den 20 Minuten ja kaum geschafft. Da hatte man einfach Banbaro-Equip dafür. Ja gut, ich habe jetzt immer noch nur eine einmal aufgewertete Waffe. Aber ich kann mir die Perks besser zusammenstellen. Ja. Und ich habe die Hammer-Moves gelernt, die ich noch nicht konnte. Wird schon irgendwie funktionieren. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich etwas Zeug gefarmt habe und vielleicht ein Brachydios-Hammer, wer weiß. Bis dann, euer Zimbelmann.